Der nächste ist Elmar Podgorschek, zuständig für das Budget FPÖ. Im Gegenteil, ich muss mir höchstens fremdschämen, dass Sie es verhindert haben seit Jahren, dass es zu einem Untersuchungsausschuss kommt, der diese ganzen Vorgänge aufklärt. Da hat es schon gegeben, schon zwei. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Aber lieber Kollege Greiner, 250.000 Unterschriften hat es bedurft durch eine Petition. Es hat öffentlichen Druck, der veröffentlichten Meinung, der Öffentlichkeit letzten Endes, dass Sie jetzt nachgegeben haben. Und Gott sei Dank haben wir heute einstimmig dem Verfahrensregel zur Einleitung für den neuen Untersuchungsausschuss zugestimmt. Und ich habe immer hier an dieser Stelle gesagt, ja, die Freiheitlichen übernehmen auch Verantwortung, wenn sich herausstellt, dass sie oder Teilschuld haben. Aber es wird sich genau herausstellen, ob es zu diesen Mythen kommt, wie der Herr Kollege Zakolsteski das jetzt gerade angesprochen hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das alles in Schall und Rauch sich auflösen wird. Weil das, was bis jetzt aus Kärnten gekommen ist, die Verantwortungsträger sind ja schon längst zur Verantwortung gezogen worden. Das sind nämlich ein Herr Martins, Herr Birnbacher, die eine Gefängnisstrafe schon antreten haben müssen. Und sollte sich noch eine Individualschuld herausstellen, selbstverständlich wird die wahrgenommen werden müssen. Aber ich komme jetzt auf den Herrn Bundesminister zurück. Sie haben richtigerweise gesagt, dass Sie sich an das Gesetz halten müssen und wollen. Aber ich habe durchaus auch gemerkt, dass Sie mit diesem Hypoalpe-Adria-Sondergesetz nicht unbedingt eine Riesenfreude haben. Und daher habe ich auch schon Fragen, die sich nicht nur an Sie zu stellen sind, sondern allen Abgeordneten in diesem Haus. Warum wird nur ein Teil der Gläubiger herangezogen? Warum wird da nicht für Gerechtigkeit gesorgt? Die Antworten von dieser Anfrage sind natürlich nicht sehr befriedigend. Sie können auch nicht anders, das verstehe ich. Aber es beweist mir, wie wichtig ein Untersuchungsausschuss in dieser Causa sein wird. Und dieser Untersuchungsausschuss wird dann letzten Endes auch dafür sorgen, dass am Ende des Tages Licht in den Tunnel kommt. Und die zweite Frage, und das hat mir trotzdem noch niemand richtig beantworten können, weil die Meinungen gehen von ganz extremer Seite, von hier bis daher, warum wird eine Insolvenz so abgelehnt? Eine Insolvenz ist ja nichts anderes auch wie eine Abhandlung dieser ganzen Causa vor Gericht. Scheut man das Gericht, will man das lieber außergerichtlich machen? Warum? Diese Frage stelle ich mir deshalb, weil die Halbwertszeit der Horrormeldungen der Hyperalpe Adria wird immer geringer. Wenn man das heutige News zur Hand nimmt, haben wir schon wieder den nächsten Skandal, der gerade im Laufen ist, mit dem Verkauf der Leasing-Tochter der Hyperalpe Adria. Ich kann das im Detail natürlich jetzt nicht durchgehen, diesen Skandal, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie die Medien verfolgen. Interessanterweise hat dann ein ukrainischer Oligarch jetzt die Möglichkeit gehabt, dass er sich seiner Schulden entledigt, indem er diese Leasingfirma billiger aufkauft, als was seine Schulden sind. Und mehr oder weniger auf diese Art und Weise hat er auf günstige Weise LKWs und sonstige Schulden erwerben können. Es ist unwahrscheinlich, was da alles dahinter steckt, und ich gehe davon aus und ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss das alles aufklären wird. Und es kommen immer nur die Argumente, ja, man kann keine Insolvenz im Bankenbereich durchführen, weil die Banken sind alle too big to fail oder systemrelevant. Ja, was bedeutet systemrelevant? Man, aus europäischer Sicht war die Hypo sicherlich nicht systemrelevant, dann bestenfalls für manch andere Bankengruppe in Österreich. Und da haben wir schon seit Jahren den Vorschlag gemacht, dass man endlich einmal entflechten soll. Aber die Politik reagiert leider nicht. Und das ist ja nicht der einzige Skandal, mit dem wir uns in nächster Zeit zu beschäftigen haben. Niemand spricht mehr von der Kommunalkredit. Und der nächste Blase, die durchaus im Entstehen ist und demnächst platzen wird, das ist die ÖFAG. Und da können Sie mir beim Wort nehmen, das wird uns noch die nächsten Jahre genauso beschäftigen wie die Hyperalpe Adria. Und wir werden auch da noch einen Untersuchungsausschuss beantragen müssen, dass wir die Vorgänge in der ÖFAG aufklären.
Mit einer Insolvenz hätte man unter Umständen ein Exempel statuieren können und hätte alles vor Gericht abhandeln können. Wir würden uns Untersuchungsausschüsse ersparen, weil eben ein unabhängiges Gericht die Möglichkeit dazu hat, dass alles aufgeklärt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können, so sehe ich das mittlerweile im österreichischen Bankensystem, wir können gar nicht mehr so viele Ausschüsse installieren, als was aufklärungsbedürftig ist. Und ich kann nur sagen, danke, dass Sie uns jetzt die Möglichkeit gegeben haben, dass wir in den nächsten Jahren diese Aufklärung durchführen werden. Es sei ungerecht, nur einen Teil der Gläubiger zufriedenzustellen, betont der Budgetsprecher der FPÖ, Elmar Podgorschek. Eine Insolvenz der Bank wäre die bessere Lösung gewesen.